Hallo und willkommen zum 9. Teil meines Let's Plays von The Excavation of Hobbs Barrow, einem Horror-Point-and-Click-Adventure von Cloak & Dagger Games, herausgegeben von Wadgeteye. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung und in der Abspielleiste. Wir spielen das Spiel auf Englisch mit Untertiteln. Ich freue mich auf eure Fragen und Hinweise in den Kommentaren und wünsche gruselige Unterhaltung. Nö. Nö. Also, wir waren am Bahnhof, wir waren auf dem Platz, wir waren an der Kirche, wir müssen auch in die Kirche oben hin, aber da fehlt uns der Schlüssel für, der irgendwo verbuddelt sein soll. Wir waren im Wald, wir waren beim Devil's Toe, wir waren im Mr. Shoulders Cottage, Mr. Shoulder sitzt in der Kneipe. Er redet aber nicht mehr mit uns, also haben wir da alles ausprobiert, was man mit ihm besprechen konnte. Ja, wir waren bei Mr. Bryden. Mr. Bryden möchte ein Mittel gegen seine Schmerzen. Das kriegen wir auch von Frau Walker, aber nur, wenn wir ihr zwei Sachen bringen. Die haben wir nicht. Es ist ein bisschen... Schwieriglich. Ob wir uns Geld leihen können? Hätte ja ein Gewissen. Warum nicht? Frag ihn doch, ob er uns Geld leihen kann. Mann. I can't think of anything else to talk about right now. I don't need to use the filthy lavatories. I'm not sure they would be interested. Aber was soll ich denn mit dem dusseligen Apfel nun? Das ist ja auch nicht hilfreich. I'm not going to waste my time with him any further. I don't care for being yelled at. A heap of glistening sugar cubes. Hands off me, sugar! I think this is supposed to be for all the patrons, sir. I said hands off! Come on, Joe. Be nice to our visitors. Ha! This place has gone to buggery. So, jetzt haben wir Zucker. Zucker fürs Pferd. Zucker fürs Pferd. Wenn das jetzt auch nichts bringt, dann bin ich aus hier raus. Here you go. Eat this. Good girl. Hopefully that's gained some trust between us. So, können wir ihr jetzt ein bisschen Haare abschneiden? I don't wish to carry around my heavy... I've managed to cut off a few lengthy strands. So. Und jetzt das kombinieren mit dem Zeug. Aha. There we are. This should make sufficient bowstring now. Basteln für Anfänger. I've done it. The bowstring seems to hold on sufficiently. Müssen wir nur noch das Kind wiederfinden. Sehr hilfreich. Look what I have for you.
Huch. My head is spinning. What happened? Hm. Hello? Where did she go? The girl left her fiddle behind. I'll take it with me in case I see her again. I want to understand what just happened. Hmm. The Devil's Toe, a local landmark. Magisch. Magisch, magisch. I have nothing else to ask for the time being. I have nothing else to... I don't wish to give that away. No, aber man könnte ja mal ihm zeigen und dann könnte er ja was dazu sagen. Es ist alles wieder so unnötig, unnötig. This appears to be a recently dug, unmarked grave. Am I doing that, Mister? I'm not sure what that would achieve. Dann sind wir uns ja einig. Weiß es nämlich auch nicht. Na gut. Ich bin geneigt zu sagen, wir machen an dieser Stelle wieder mal einen Break. Wir haben ein bisschen was erreicht. Zumindest haben wir auf magische Weise eine Geige erbeutet, von der wir nicht wissen, was wir damit machen sollen. Aber wir haben sie jetzt. Und wir haben auch diverse Aufgaben, denen wir uns eigentlich... I have no desire to lug a block of wood about. Ja, ja. Die wir uns widmen könnten, aber ich glaube, wir werden jetzt hier nicht irgendwas noch Großes, Weltbewegendes, ohne dass wir wissen, was wir damit machen sollen. Jetzt könnte man natürlich annehmen, dass die was wert ist und wir könnten durchaus ein bisschen Geld gebrauchen, aber das hat sich nicht ergeben. Jetzt kann ich hier an jeder Ecke. I can't see how that will help me. Nö, sehe auch keinen. No, that's not it. I shall name you Kenneth the Second. Nee, ist auch eigentlich nicht so richtig hilfreich. I've already taken one. Ja. Ja, ja, ja. Haben wir einen Wurm? Ah! Haben wir eine Idee. The worm has found a new home within the holes of the rotten apple. Jetzt ist die Frage, was können wir damit machen? Wir gehen zum... I don't wish to give that away. Okay. I dare you to juggle an extra apple. Easy. Yuck, a worm. The box is full of... Oi, put those back. Sorry.
You'll pay for any damaged goods. Sorry, miss. Das hat ja nicht gut funktioniert. Warum hat die das bemerkt? Hello again, little worm. Vom Prinzip her war das ja keine schlechte Idee. No, that won't achieve anything useful. I dare you to juggle an extra apple. Easy. Yuck, a worm! I managed to swap them without her noticing. So. Jetzt haben wir Elderflower geklaut. Fresh Scotch eggs. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt brauchen wir trotzdem noch dieses andere Zeug. I'm not sure what that would achieve. Ich auch nicht, aber ich dachte nur mal so. Man muss ja mal Dinge ausprobieren. Nee, jetzt sagt sie wieder. This appears to be a recently dug unmarked grave. Okay. This appears to be a recently dug unmarked grave. Sagt immer das Gleiche. That's a peculiar idea. Ja, kann ja sein, aber ist auch eine gute Idee. No, that's not it. Joseph Davis. Joseph Davis. No, that won't work. That's a peculiar idea. No, that won't work. I can't see how that will help me. That's a peculiar idea. I may be a barrow digger, but I am no grave robber. I can't see how that will help me. Ich weiß es doch auch nicht. Gut, also da waren wir überall schon. Mit der Frau Dings haben wir auch gesprochen und die meinte ja nur, er hätte irgendwo einen Schlüssel versteckt. Und diesen Schlüssel müssen wir jetzt ja finden. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir dann da drauf? Vielleicht müssen wir doch mal eine Frage stellen. Also das haben wir schon. Die können wir erst besprechen, wenn wir ja Milch für die Frau Tompkins gefunden haben. Milch kriegen wir nur von der Ziege und die Ziege kriegen wir nur gemolken, wenn der Herr Bryden sein Mittel kriegt und das kriegen wir nur, wenn die Frau Mildred Walker das Ding zusammenmischt aus Elderflower, was wir jetzt haben und Flirtwood, was wir noch nicht haben und was wahrscheinlich aber auf dem Dach in dem Garten von Father Roach ist, wo wir nur hinkommen, wenn wir einen Schlüssel finden. Es ist also quasi in der Reihenfolge, lösen sich die Probleme, wenn wir das eine Problem am unteren Ende lösen. Ja. Ja, ja.
Und hier ist ja auch nichts zum Anklicken. Also die ganzen Steine können wir anklicken und das frische Grab können wir anklicken und die Ausgänge können wir anklicken. Aber dass hier noch irgendwas anderes wäre, ist ja nicht abzusehen. Und es ist hier das Gleiche. Es sind eigentlich nur diese Plaketten, die ein bisschen ausfällig sind. Aber ansonsten ist ja hier nichts. Jetzt kann ich natürlich versuchen, mir hier gewaltsam quasi Zugriff zu verschaffen. No, that won't work. Aber ich nehme an, dass alle die Möglichkeiten, die man hier... I'm not sure what that would achieve. Auch nicht, aber ich probiere es trotzdem. I can't think of anything else to talk about right now. Stained glass depictions of various biblical scenes. It's not my specialist area. I'm not sure what that would achieve. That's a peculiar idea. This must belong to Mrs. De Plancy. Ich meine, es ist schon spannend, dass sie da so einen Korb hat. Irgendwas soll man mit dem Korb ja offensichtlich machen. Wenn das der Korb ist und der Korb hier auch das Einzige ist, was in diesem Raum und irgendwie erstens neu und zweitens benutzbar erscheint. This leads to the church tower, I presume. In Assassin's Creed könnte man jetzt einfach draußen an der Kirche hochklettern. Aber ich befürchte, diese Option stellt uns hier nicht zur Verfügung. Ich hatte ja eigentlich gehofft, wir kriegen, weil wir ja doch jetzt relativ nah dran sind, in dieser Session endlich einen Blick auf Hobbs Barrow. Aber ich befürchte, wenn das hier alles so umständlich ist, dass das nicht passiert. I can't think of anything else to talk about right now. The blacksmith is toiling away. Hello. Good day. Do you have any milk? Not yet, Miss Tompkins. Oh dear. No sign of Mr. Ambrose? I'm afraid not. The bucket is rusty and full of holes. Perhaps this belongs to a merchant. He's selling an assortment of greasy meat pies and scotch eggs. Fresh scotch eggs! I'll let the worm enjoy his new home. Okay, also brauchen wir den nicht nochmal. Gucke, wer ist das denn? Good day. Hello there. My name is Thomasina. What's yours? Ralph. Not seen you around before. I'm just visiting. What brings you to the market today? I purchased a scotch egg for me tea. You want a bite? No, thank you. I'm looking for some help with an excavation tomorrow. Might you be interested? Sorry, miss. I've already got my own job. Enjoy your scotch egg. I will. I don't wish to give that away. Yeah.
Und ich ja auch nicht. Also ich möchte es ja auch nicht weggeben. Man soll es ja nur behalten. Aber auf der anderen Seite will man ja auch mal ein bisschen vorwärts kommen. So. Also Ralf war die ganze Zeit vorher noch nicht da. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum ist Ralf jetzt da? Was kann Ralf für uns tun? Oder auch nicht? Ist Magie, mal wieder. I'm not sure they would be interested. Ja. Gehen wir mal eher davon aus, dass nein. Gut, wir können jetzt natürlich zu Frau Walker gehen und ihr zumindest schon mal die Elderflowers geben. Good day. I have some elderflowers here. Show me. Aye, that's elderflower. Let me know when you found some flirt. What, two? Ja. Das war mehr oder weniger genau das, was ich erwartet hatte. They look somewhat like juniper berries. What are those berries you're picking? An ancient breed, no good for eating. However, they do have some medicinal qualities. I see. No, that won't achieve anything useful. Echt nicht? Ich habe einen Eimer und da ist ein Bach und ich will kein Wasser? Das ist ja nur eigenartig. Das ist wirklich eines der naheliegendsten Dinge, die man machen kann. Ja. Also ich bin immer weniger überzeugt, dass ich weiß, was ich jetzt machen muss. Ich habe ja auch wirklich eigentlich mit jedem gesprochen. I really don't want a mutton pie or a scotch egg. Good day. Freshly picked apples, miss. Selling them at a steal. Would miss like to buy some? No, thank you. Mr. Long mustn't be in. I don't need to go in there again. Okay. It's probably safer if I don't draw any more attention to myself. Wo war's dran? I don't think anyone is home. Glaube ich auch. I can't remove the plaque. A small plaque beside the door reads Vicarage. Okay. Das ist also ja, Wohnort des Vikars. Das wiederum. The cross denotes this as the site of a market, or perhaps a site of traditional religious significance. Jetzt könnte man natürlich vermuten, dass er das auch hier irgendwo noch den Schlüssel hat. Aber wir gehen natürlich sicherlich nicht unerlaubterweise einfach rein. I don't think anyone is home. Nee, wahr? Das würde man nicht machen. Das ist einfach unfreundlich. Macht man. I shan't be dragging any of my possessions through that mess. Okay. I've not seen him around the village before. I can't think of anything else to talk about right now. There's nothing else I wish to discuss at the moment.
I can't think of anything else to talk about right now. There's nothing else I wish to discuss. Ich glaube, sie möchte mit keinem hier reden. I can't think of anything else to talk about right now. Can't think of anything else to talk about right now. Also irgendwas müssen wir mit diesem Korb machen. Bin mir sehr sicher. I'm not sure what that would achieve. I'm not sure what that would achieve. No, that's not it. I don't wish to give that away. Warum sind diese Blumen hier so prominent? Es ist doch... Die wollen doch was von uns. Die wollen doch irgendwas machen, wissen, sollen, können, dürfen. Appears to be a recently dug unmarked grave. Es hat dummerweise eben auch die Größe eines normalen Grabes, sonst könnte man ja annehmen, dass es wirklich nur ein kleines Loch ist, wo irgendjemand eben einen Schlüssel verstecken wollte. Das ist aber augenscheinlich nicht der Fall. Wir können hier auch von diesem Wir können auch von diesen Pilzen nichts nehmen. Eine nehmen. Es scheint auch nicht so sinnvoll, dass man damit... That's a peculiar idea. Na, sag ich ja. So. Und hier ist auch nichts, außer dass wir durch diese Tor gehen können. Dann kommen wir wieder hier hin. Dann haben wir hier diesen Someone Stein. Someone has carved the letters AR into the stone. Kann man nicht umwerfen, kann man nicht bewegen, kann man gar nichts machen. Und hier. Finally, we shall excavate tomorrow. Though first, I need to find some workmen to assist me. Hello? He's not answering. Nicht so überraschend ist. I'm not going near that thing again. Auch hier ist nichts anderes, was man anklicken könnte oder mit jemandem, dem man sprechen könnte. Habe ich denn irgendwas übersehen? Hm.
bin ja auch kein Freund davon, Lösungen zu suchen, also Lösungshilfen zu gucken. Geh doch immer davon aus, dass man irgendwie fündig wird. Immerhin kriegt man wenigstens ein Achievement. Margaret's Lookout, dedicated to Arthur's mother. Margaret's Lookout. Ja, das habe ich schon dedicated verstanden. To Arthur's mother. Aber auch hier ist nichts verbuddelt, versteckt, markiert, in irgendeiner Weise kenntlich gemacht. What a peculiar name, the Devil's Toe. I can't quite see the resemblance myself. I can't see how that will help me. Jetzt sind wir wirklich wieder an jedem Ort gewesen. Wir können hier noch zu Mr. Shoulders Örtlichkeiten gehen, aber da ist ja auch niemand und da ist ja auch nichts. Sweet little thing, aren't you? He looks much too unruly to be picked up. You're a sweet little thing, aren't you? Also zu Frau Walker brauchen wir nicht hin, solange wir nicht den anderen, das andere Kraut haben. Da brauchen wir nicht hin, bevor wir nicht die Dings haben, die Heilfintur. Hier brauchen wir nicht hin, weil Mr. Shoulder in der Kneipe sitzt. Hier waren wir schon und haben eine Fiedel gekriegt. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon und wissen, dass wir oben drauf müssen, kommen aber nicht rein, ohne dass wir einen Schlüssel haben. Und hier ist der Dorfplatz. Und da ist. If I take the sign, how would the trains know where to stop? Hello? Ja, hier ist eben auch nichts los. Sign, door, sign, tracks. Da waren wir auch schon. Hier ist nur Eingang und Ausgang. Ist auch niemand. Oh, wir können klopfen. Das konnten wir. Ah, weiß ich nicht, ob wir es konnten. Haben wir nie gemacht. Booger off! Ah, the unmistakable charm of old Cyril. Okay, noch eine andere Tür, das können wir natürlich jetzt einfach auch mal probieren. Keiner da. I don't think anyone is home. Ja, das wäre ja auch. Das wäre ja unglaublich convenient, wenn da mal jemand zu Hause wäre. So, gut, also hier waren wir schon, da waren wir schon, da waren wir schon. Da hängt eine Laterne. Nee, da kann man aber auch nicht sehen. I didn't come to Bewley to sweep their streets. I
feel I was slightly shortchanged in this trade, but I shall leave the fossil to its new owner. Wir haben einen Eimer und wir können diesen Eimer natürlich hier noch mit dem Eimer. I can't see how that will help me. The bucket is rusty and full of holes. Ist immer noch nicht da, nehme ich an. Mr. Long mustn't be in. I have nothing else to ask for the time being. I'm not sure they would be interested. Ja gut, und hier ist ein Haufen Kacke, den wir nicht benötigen. Offensichtlich nicht. Oder wir können ihn nicht nehmen, von daher. Habe ich jetzt vermutet, wir müssen ihn auch nicht nehmen. Ich nehme an, dass diese Rätsel hier erst relevant werden, wenn wir tatsächlich im Grab sind. Weil wir haben jetzt noch nichts, was dem ähnlich sieht. Verstehen das auch noch nicht. Aber es gibt uns hier keinen Hinweis. Wir können einfach in unser Zimmer gehen. Das ist ein Ort, an dem wir noch nicht waren in dieser letzten Session. Aber es ist hier auch nichts zu erwarten, weil ja hier nichts ist. I've stored my case in there. A box within a box. I don't wish to carry the bowl around with me. An empty bowl has been provided for washing. The bed is comfortable enough. Ah, wir haben auch schon probiert, diese Fenster zu öffnen. Dann könnten wir immer vorne an die Blumen, aber was. Also offensichtlich sind die nicht vorgesehen und man kann die nicht öffnen. Aber es hätte ja noch einen Charme gehabt. Ich bin skeptisch. I should be careful. The blade is sharp. I've had this for years. It's looking like it could break at any moment, really. My lantern is fueled and operational. The trusty trowel, the barrow digger's best friend. This one has seen better days. The fiddle and bow, left to me by the young girl at the devil's toe. The empty bucket smells of rancid milk. A small bunch of elderflowers. Ja, also wir haben ein paar Dinge, aber nichts von dem, was wir haben, hilft uns scheinbar in diesen
Form reinzukommen. Klo geht sie nicht? I don't need to use the filthy lavatories. Weil das sehr schlecht aussehen. Stanley is yet to set the fire for today. Und wir können ja auch mit niemandem mehr reden. Das heißt, wir haben alle Dialogoptionen ausgeschöpft. Painting, Menu, Bell, Plate. I can't think of anything else to talk about right now. So, ansonsten haben wir diesen Apfel, den können wir manchmal nicht mehr aufheben, weil wir den dafür, wofür wir ihn offensichtlich benutzen wollten, benutzt haben. Hello. Good day. Do you have any milk for me, Mom? Not yet, Miss Tompkins. Oh dear. No sign of Mr. Ambrose? I'm afraid not. Ja, die Dame wartet immer noch auf Herrn Ambrose, der eigentlich der Milchverkäufer ist, aber offensichtlich nicht da ist. Und wir können ja Milch besorgen, aber eben erst, wenn wir... This leads to the church tower, I presume. Ja. Aber eben erst, wenn wir eine längere Kette von Aufgaben, die sich mittlerweile aufgestaut hat, abarbeiten könnten. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Wir haben keinen Ort, wo wir jetzt noch nicht waren. Wir haben auch keinen Ort, den wir neu finden könnten. Glaube ich zumindest nicht. Also überall, wo ich lang gehen kann, bin ich schon lang gegangen. Hier haben wir schon was abgebuddelt. Diese komischen Pilze können wir nicht nehmen. Ich glaube, ich auch schon versucht auszubuddeln. I already recovered the ragdoll. There's nothing else buried there. Ja. Also nein. Und das ist eben hier das Haus von Herrn Bryden, dem wir ja helfen möchten, indem wir ihm die Tinktur bringen. Aber bevor wir ihm nicht die Tinktur bringen, macht er ja auch nichts für uns. Und ich bin eben sehr sicher, dass wir irgendwas mit diesem frischen Grab, was glaube ich kein Grab ist, weil da sonst ein Grabstein wäre. William Paxton, modest and gentle of heart. William Paxton, modest and gentle of heart. William Paxton, modest and gentle of heart. Ist offenbar auch egal, ob man mit der linken oder mit der rechten Maustaste draufklickt. Normalerweise ist rechte Maustaste angucken und linke Taste benutzen oder nehmen oder was auch immer, Aktion. Und jetzt haben wir aber auch alle diese Steine schon angeguckt. Here lies Elizabeth Farnaby. Here lies Elizabeth Farnaby. Und die machen immer das Gleiche. Also die haben auch alle irgendwelche Namen, da ist keiner irgendwie... Ein Stein, wo man sagen könnte, der ist vielleicht erfunden, der Name, oder den gibt's gar nicht. So, dass man vermuten könnte, dass der Vikar da eventuell seinen Schlüssel versteckt. Und ansonsten haben wir hier diesen Bogen, der ist ja auch ganz hübsch, aber da ist nichts zum Anklicken. Zumindest nichts, wo ich das jetzt erkennen würde. So. Und hier ist irgendwie auch nichts los. Hier waren wir schon. Und hier ist auch nichts. A fine spot to take a rest. I'm not sure what that would achieve. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er den Schlüssel da drunter verklammert. Ich weiß es doch auch nicht. Okay, also mit Blick auf die Zeit, die schon vergangen ist und vor dem Hintergrund, dass ich auch keine Idee mehr habe, was wir hier noch machen sollen, würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle dann auch die Folge von diesem Let's Play beende und vielleicht fällt uns ja beim nächsten Mal noch irgendwas ein, was wir noch machen könnten, was uns jetzt nicht eingefallen ist. Muss ja noch irgendwas geben.
Von daher, ja. Haben wir Aufgaben über Aufgaben und Rätsel über Rätsel, aber wir müssen nur ein einziges lösen, um die ganze Kette zu lösen. Und das ist natürlich eigentlich immer ein bisschen im Adventure-Spiel ein bisschen schlechtes Design, weil man dann nichts mehr weitermachen kann. Also es gibt ja keine Aufgabe, der ich mich jetzt widmen könnte, die nichts mit den Aufgaben zu tun hat, die ich schon auf dem Schirm habe. Das ist ein bisschen ein altes Problem, wenn man nicht parallel verschiedene Rätsel verfolgen kann. Aber gut, vielleicht kommen wir noch drauf in einer anderen zukünftigen Folge. Und von daher viel Freude und vielleicht sieht man sich bei der nächsten Episode von The Excavation of Hobbs Barrow. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt's auch als Playlisten auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!